der Sims gestanden, war ja klar, wenn die sterben, dass der Loot runterfällt. Ja, da kannst du noch nicht durch, da werden wir zu später zurückkommen. Okay, da will ich aber mal Weil da reingucken. ist ein Schatz drin. Aber Oh. dafür brauchst du Ashley, damit du da hochkommst. Okay. Ja, guck, da ist sie tatsächlich mal nützlich. Also ja, ausnahmsweise mal. Das Du sieht hast jetzt übrigens hier schon keine mal. Waffe in der Hand. Ja, das sieht schon mal nicht vertrauenserweckend aus, muss ich mal so sagen. Kannst übrigens nachladen. Ja. Ja. Okay. Okay. Ich denke mal, da ist noch irgendwas drin in diesen Fässern. Ich traue hier nichts und niemandem. Wegen den Schlangen. Oh, ja. Ja. Aber hier sollten keine Schlangen sein. Die sind meist immer nur in diesen kleinen Vasen drin und nicht in großen Fässern. Oder in kleinen Kisten. So. Du weißt, du Okay. kannst doch rennen. Ich weiß, ich kann auch rennen. Ja. Aber ich mach's nicht. Okay. Ja, jetzt kommt das. Sieht doch gar nicht so schlimm aus, oder? Halsmaul. Halsmaul. Ich kann den Scheiß schon riechen. Es Keine geht. Sorge, einfach Schrotflinte raus und alles, was auf dich zukommt, abknallen. Das ist ein guter Tipp, Dankeschön. Wenn sein muss, auch mehrmals. Ich muss da in die Mitte, oder? Jo. Muss Zeugs machen. Okay. Da geht's. Nee, doch, doch, da geht's runter. Na, da Da musst du komme auch hin. ich noch nicht rein. Na, da kommst du noch nicht rein. Dafür brauchst du solche zwei Emblemchen. Und die Die kriegst du halt in muss ich diesem aus dem Labyrinth. Labyrinth holen, ja. Richtig. Oh. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh. They're an intruder besides me? Immer diese Verzögerung bei diesen Dialogen. Ja. Aber ich kann mir schon denken, was da unten ist. Und zwar genau das gleiche, was in der Kanalisation auch war, habe ich recht. Werden wir sehen. Werden wir sehen, Daniel. Du musst bedenken, hier gibt es keine Decken. Ja, gut. Aber das Unsichtbare ist trotzdem nicht so toll. Ja, ist so. Was die Viecher als Fähigkeit haben. Okay. Schaffst du schon. Wenn du was hörst, sofort die Schrotflinte raus. Oh shit. Jesus Christ. Mach passen, rechts von dir ist auch einer. Oder da? Nee, okay, dann habe ich mich versehen. Ich höre Okay. aber einen. Ja, Buffys sind hier. Die sind nervig. Kleiner fucking Hund. Und die überraschen sich dich gerne mal von hinten, was ziemlich nervig ist. Ja, aber ich denke, der ist rechts von dir. Los, komm. Das Beste ist, man hört sie sogar. Ja, man hört sie, aber man hört auch, wenn sie sich bewegen. Der eine Ja. steht gerade nur da. Also da ist ein Gitter, okay. Von daher kann also noch mal erstmal nichts kommen.
würde ja auch raten, immer zu rennen und nichts. Es kann... Ach ja, ich erinnere mich, da kommt gleich einer um die Ecke, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher. Na, um welche Ecke, frage ich mich. Du und deine Tipps. Ich weiß ja nicht. Vertrau mir einfach nicht. Ich weiß selbst nicht mehr, also. Ich höre hier welche, die sich bewegen. Ich trau dem Scheiß nicht, Mann. Ich trau dem Scheiß nicht. Ich was? Ich trau dem Scheiß sowas von nicht. Okay, da ist ein Tor. Also die können nur von hier auskommen. Ja. Kommt schon. Kommt um die Ecke, ich höre euch doch, ihr bewegt euch. Die kommen aber nicht zu dir. Die müssen dich erst sehen. Wahrscheinlich laufen sie gegen irgendeine Wand oder so. Ja, das kann sein. Weil die das bewegen sich halt eindeutig, ich höre das. Okay, da sind die drin. Ja, die können da raus. Die können da raus, pass auf. Solange die dann noch da drin sind, würde ich dir raten, dass du da auf die schießt. Übrigens, die haben komische Tentakel aus ihnen, weil die auch vom Parasiten befallen sind. Ah, netter. Weg, weg, weg. Verpassen. Ach du Scheiße. Wir sind hier eigentlich schlauer, da die Granate zu benutzen? Ja, wär schlau. Wär schlau. Kann ich die durch die Käfigtür verletzen? Kannst du. Okay, Fickviecher. Gut, hast alle getötet. Ja, gut. Geh da rein und hol den Loot. Okay. Sehr gut. Weil das war eigentlich die größte Gefahr, die es eigentlich hier gibt, dass die da rauskommen. Aber gut, anscheinend sind sie nicht in der Lage, selbst da rauszukommen. Doch, sind sie. Aber ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die Treppen hoch sind nur Zeugs. Also das, was du brauchst, um weiterzukommen. Hier ist auch Zeugs. Oh. Sobald du das einsammelst, kommt einer hinter dir. Okay. Glaube ich zumindest. Doch, doch, du siehst. Ja, da kommt einer, da kommt einer. Ah! Shit! Wow! Oh! Oh! Fuck, Mann! Der hat mich ja so. Alter! Junge! Ja, die sind nervig. Oh, Gewehrmunition fallen lassen. Immerhin, Muni ist wichtig. Gerade fürs Gewehr, ja. Okay. Geh nach rechts, da musst du hoch. Ui. Okay, dann gehen wir erstmal. In der Nähe von der Treppe kommen sie eigentlich auch gerne. Unten beispielsweise, die würden jetzt glaube ich von unten kommen. Normalerweise. Aber guck da, du musst über die Treppe, da ist ein Teilchen bei dem Brunnending. Ich will nur gerade mal... Theoretisch gesehen müsste ich die von hier oben noch sehen, oder nicht? Ja, müsstest du. Da hinten ist noch ein Zwinger. Mhm. Na, sonst ist hier nix. Aber hier kommt gleich was. Ich kann das spüren. Spätestens wenn ich das Teil hier nehme. Natürlich. Gehälfte, yay. Oder auch nicht. Die wollen nur, dass du denkst, dass sie nicht kommen, aber dann kommen sie. Ja, jetzt müssen sie kommen. Oh! Ja. Oh, shit, Mann! Das ist so behindert, wenn er diese... Oh! Nein! Aufschießen. Töten. Nichts als töten. Der lebt da noch. Oh, doch nicht. Nee, okay. Nee, nee. Okay, na gut. Nee. Nein, konnte ich mich noch erinnern, dass die da auf einmal auftauchen. Ja, sind so böse. So evil. Evil Bastards, oh nö. Doch, musst du aufmachen. Ja, ich weiß. Ah, TMP-Muni, brauchst du nicht mitnehmen. Würde ich nicht. Egal, verkaufe ich gleich bei Pedro. Okay, das kannst du. Ist hier direkt um die Ecke. Ja, nach dem Labyrinth kommt Pedro und eine Speichermaschine. Okay, du brauchst nur noch einen Teil, dann nichts wieder raus hier. Ja, aber hier kannst du noch mehr Loot geben, theoretisch, ne? Kannst, ja, glaube ich. Wer weiß, mag sein. Nach rechts.
Ich weiß halt nicht, ob die Hunde immer wieder neu spawnen oder ob dann noch... tun sie nicht. Okay. Kein Gegner spawnt neu. Dann ist ja gut, dann... Da komm ich her. Doch, da komm ich her. Ja, da kommst du ja. Pass auf, nach hinten. Pass auf den Zwinger, da hinten ist noch ein. Ja, ich weiß. Oh, gelbes Kraut. Gelbes Kraut. Das ist eigentlich das Wichtigste von allen. Ja, fehlt aber noch ein rotes, dann kann ich erst wieder Jamaika-Cocktail machen. Ja. Na, okay, ich höre was. Komm, lieber Vieh. Oh, fick dich, Alter. Ist dein Ernst jetzt? Ja, guck, da kommt er. Fang mich doch, denkt er sich. Och, Mann! Ich hab den Hintern schießen auf den Kopf. Oh! Ah! Oh, ah! Shit, Mann! Pass auf, da hinten. Okay, ich glaub der hinter dir. Oh, ah! Jetzt mag er dich. Du hast einen Kumpel getötet. Okay. Ob du noch einen Angriff müsstest du noch überleben von den Zombies. Ich will auch noch nicht jetzt das Zeug nehmen. Nee, da gehst du glaube ich zurück. Oder guck einfach mal. Ah nee, okay. Ja. Ist da das Ding drin? Nein. Da ist nur. Oh, ein roter Edelstein. Kannst du für die Maske benutzen. Sofort Waffe raus. Das ist paranoid an dem Spiel, liebe ich. Das macht mich sowas im Paranoid, dieses verdammte Drecksspiel. Oh Gott. Oh Gott! Der war hinter mir! Renn. Also. Ah! Er knurrt dich nur an. Ah! Hurensohn! Wohl eher Hundesohn. Okay, tut mir leid. Ich neige manchmal zu Übertreibungen, wenn ich irgendetwas sehe, was böse aussieht. Ja, ist okay. Rechts von dir ist der Zwinger. Aber ich glaube, der ist auch leer. Kann sein. Auch immer hinten gucken. Oh. Hier läuft noch einer rum. Ich glaube, der ist in dem Zwinger. Wahrscheinlich im Zwinger drin. Ich höre aber, ich habe noch was mutieren gehört. Oh. Oder es ist auch in dem Zwinger. Kann sein. Oh. Erste-Hilfe-Spray. Warum auch immer es ein Spray ist, ich verstehe es nicht. Einfach draufspringen und dann funktioniert. Ja, natürlich. Okay. Eine Brandgranate habe ich noch. Zwei sogar. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber probier es einfach mal. Ja, da ist einer drin. Pass auf. Der ist böse. Ah, verdammt. Okay. Ah, du hast getroffen sogar. Gut. Ja. Okay, der ist tot. Jetzt sollte eigentlich kein einziger Hundi mehr im Labyrinth sein. Sollte. Das war auch nicht alles. Wer weiß, vielleicht wenn du das letzte Teil noch einsammelst, dass dann noch welche. Ja, wahrscheinlich. Sind. Oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, dieses Spiel ist so unberechenbar. Ich hasse das. Warum kann ich nicht Zombie in Call of Duty? Nö, weißt du, es hat Klassik. Ist nicht so wie Call of Duty. In Call of Duty weiß ich genau, wenn Gegner kommen. Man. Ja, ich spiele. Okay, hier ist eine... Doch keine Sackgasse? Doch, eine Sackgasse. Ja, aber da war ein Spinell. Ja, du musst durch das Gitter da. Du musst bei der einen Treppe hoch. Nee, nicht die Treppe, warte mal. Weil... Doch, du solltest durch das Gitter da gehen. War das richtige Gitter? Sicher? Ich denke schon, geh mal durch das Gitter. Weil das Gitter ist ja nicht umsonst da eigentlich. Ja, aber da komme ich ja wieder zurück in den Anfang. Tust du? Ja. Guck einfach mal durch. Ansonsten kannst du ja auch auf die Karte gucken. Ja, warte mal. Ich muss glaube ich hier, und dann muss ich hier. Ja, genau. Und perfekt. Dann hier. Ja. Okay, da oben ist nämlich das. Puh.
Schön. Yay. Jetzt muss er einfach nur zurück. Oh, Moment. Du kannst auch durchrennen. Sicher? Ja, könntest du theoretisch. Ich fühl mich nicht sicher. Aber das ist ja der Charme des Spiels, man fühlt sich nie sicher. Ich glaube, es ist tatsächlich nichts mehr da. Jetzt kommen Undies. Ich will einfach aus diesem Labyrinth raus. Ja, gut, da ist der Ausgang. Sieh mich. Oh Gott. Das geschafft. Yay. Ja. Ja. Und hier oben erwartet dich sowieso nichts. Also. Sie lässt sich nicht öffnen. Nein, hier ist eine Kerbe. Ich in zwei Monaten bin einen. Echt? Also wir müssen jetzt das da nehmen und kombinieren mit dem und dann verwenden wir das und... Blauer Mondstein. Verwendet. Yay, und hinein mit dir. What the fuck? Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice. Try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? See you around. Ada! Yay! Ada, Ada. Ada, Ada, nicht Ada. Ada, 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 Ada. Woll nicht Ada gehen, Mann. Ada, Ada, Ada. Alter, 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 Alter. Ja, genau. Alter? Nein. Okay. Gut. Ja, wir haben eine neue Bekannte kennengelernt, und zwar Ada. Ada. Nicht Ada. Ich liebe es. Ja, du bist ja hier von uns eher so der Resident Evil, wenn man sagen kann, Spezialist, ja? Ah, du, guter Witz. Also du weißt noch eher, wer diese Ada sein kann. Ja. So eine komische Fotze. Ist sie aus einem früheren Resident Evil? Ja, ist sie. Nein, nicht dadurch gehen, Daniel, noch nicht, noch nicht. Warte mal, da komme ich doch zurück. Nein, da kommst du genau hin. Da geht's weiter. Dann gehst du dann dahin, wo die eine Tür war. Aber du musst erst zu Pedro. Und soweit ich weiß, ist da beim Bett, da wo dieses komische Bett ist, da ist was. Oben drüber. Ja, da ist ja auch irgendwo ein Stern hier. Ja, genau. Weil das habe ich damals bei meinem ersten... habe ich total übersehen. Ach. Ein Spanner... Ach nee, das ist aber nicht der Stern. Der Stern ist ja meistens... Der Stern ist dann bei Pedro da drin. Pedro hat also wieder einen Schatz gehortet, hä? Natürlich, und er gibt ihn dir sogar umsonst. Das ist ja, sein ganzes Waffenarsenal, ey. Er braucht kein Geld. Ja, diesmal hat er nichts am Start. Diesmal ist er wieder hier in rein privater Sache unterwegs mit so ein paar Utensilien. Ja. So. Hat wieder seine Fackel mitgebracht. Ich glaube, das muss doch wirklich auffallen. Jetzt ohne Scheiß. Ein Typ mit einem schwarzen Umhang oder mit einer schwarzen Kutte.